haben wir es aus dem Hotel rausgeschafft und auch dort endlich weg. Wuhu! Gut. Das war krass. Jetzt muss ich erstmal schnell was trinken. Und dann mach mal gleich weiter. War nice, auf jeden Fall. Also wir beide uns waren noch ziemlich viel, aber wir haben es ja trotzdem geschafft, uns dann noch ein bisschen durchzumurgeln. Sie hatten recht. Der Waffenhändler ist hinter Victoria her. Ich muss ihn aufhalten, bevor er ihr zu nahe kommt. Mann, das ist ja schon längst. Wenn Sie meinen Rat wollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Nein. Weglaufen war noch nie mein Ding. Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Wie sieht's aus? Wait. Bin ich taub? Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Sie versteckt sich irgendwo. Alles klar? Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes. Ich brauche dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Lenny soll mitgehen. Er bringt sie mir, wenn sie sie haben. Was? Dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, der ist unmöglich. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Lenny, gib dem Mann mal Feuer. Komm schon, Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Halt's Maul, Wade! Das ist ein irrer Typ, dieser Wade. Der Mistkerl macht mir Gänsehaut. Deshalb mag ich ihn ja. Blake Dexter ist ein skrupelloses Arschloch. Aber um wen Sie sich Sorgen machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond. Ihm gehört der Vixen-Club an der Bristol Street. Der Kerl bedeutet Ärger, selbst für meine Verhältnisse. Er hat gute Kontakte. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet. Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm. Jäger und Gejagte. Also, da jeder Cop in Chicago heiß auf ihren Arsch ist, dürfte der sicherste Weg zum Vixen Club durch die Tunnel am Roxy führen. Viel Glück, mein Freund. Na danke, das wird aber bestimmt nicht so sicher sein. Oh, ein Vögelchen. Wie du das gerade sagst. Ja, was haben wir denn schon wieder da? Schick es an. Ich sag's ja. Das wäre jetzt so... Ach, wo hier sind noch... Penner. Das ist ja nichts Krasses. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Guck mal, hier ist Metallrohr. Nehmen wir das einfach mal mit. Obwohl, nee, hier. Also, wir nehmen es jetzt trotzdem mit, aber... Wir haben jetzt noch unsere Klavierseite, ist das, glaube ich. Weiß nicht, oder? Ist das? Kann man das sehen? Kann man nicht sehen. Naja, ist auch egal. Also ich denke mal, die juckt das nicht, wenn wir hier lang gehen. Von daher. Sagen wir, rennen einfach mal ein bisschen, ist voll hell dort. Ah, ich glaube, ich höre hier schon jemanden. Naja, hier, da ist schon der erste Polizist. Nö, stopp. So, jetzt. So, dann gehen wir jetzt mal lang. Ah, oh, mein Auge juckt. Ah, oh, das juckt. So. Ist die Frage, wo sollen wir denn lang? Okay, ich glaube, wir sollen hier gar nicht lang. Fuck, uns hat jemand erwischt. Oh, und noch einer. Okay,
so gefällt mir das. Ich bringe sie in die Stadt. Schnell, Knockout. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. So. Haben wir wenigstens das erstmal. Okay. Ich weiß nicht, wo wir lang sollen. Das ist das Problem gerade. Okay, der kommt gar nicht hier hinter. Okay, dann gehen wir mal da hinten lang. Ach so, der hört uns, weil wir rennen. Kann das sein? Weil wir rennen? Also ich gehe jetzt mal davon aus. Aber wir sind jetzt eh schon weg, von daher passt das eigentlich. Achso, war wahrscheinlich eine ganz gute Ablenkungsaktion. Okay, da geht's hoch. Weil so stand uns jetzt halt nicht im Weg. Dann machen wir mal hier so. Sind die oben? Gehen wir mal am besten hier rein. Ich meine, wenn mich das so anbietet, dann... Was ist das noch? Dann werde ich jetzt nicht unbedingt da oben lang gehen. Achso. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, ob es sicher ist, ne? Da oben sind welche. Okay. Warum ist eigentlich immer überall Polizei da, wo der ist? Das ist doch langsam echt nicht mehr normal. Entschuldigen Sie, Sir. Hallo, ist jemand zu Hause? Welcher Baum? Wie sie den übel verarschen. Gut, wir müssen warten, bis die weg sind. Oh, ich dachte gerade, der kommt hierher. Reverend, richtig? Parson. Okay. Wir sind nur hier, um sie zu beschützen. Verstehen Sie? Oh, das war jetzt richtig dämlich. Das war jetzt mega dumm. Das war jetzt wirklich richtig dämlich. Okay, machen wir es nochmal anders. Gehen wir einfach nochmal hier durch. Das war wirklich dumm. Ich wollte mich eigentlich wieder in Deckung. Also ich wollte wieder in Deckung gehen. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Aber das habe ich wohl ein bisschen verpeilt. Wetten, hier sind genauso viele Leute. Nee, komischerweise nicht. Deckung wechseln. Nur bitte rüber, danke. So. Ah, stopp, stopp, stopp. So, dann haben wir uns jetzt erstmal hier dran vorbeigeschlichen. Jetzt ist bloß die Frage, kommen wir da lang? Also kommen wir hier lang oder so? Anscheinend nicht, gut. So, wir müssen da lang, wenn der wieder zurückgeht. Da war meine Stimme weg. Vielleicht mal uns wieder an die Wand dran. Könnten wir hier nicht mal drüber? Jetzt. Fuck, fuck, fuck. Ah, jetzt ist die Frage. Schnell, steh auf. Scheiße, das war dumm. Ich krieg das nie hin. Das Problem ist, ich krieg das nie hin. Da geht dann bei mir nie aus der Deckung raus. So, wir müssen jetzt ganz schnell verstecken. Schnell, 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 schnell. Schneller, schneller. So. Da war er weg. Das ist gut. So. Wir haben es sogar geschafft, ohne erwischt zu werden. Ich weiß nicht, müssen wir hier lang? Ja, müssen wir. Okay. Yay, wir haben es geschafft. Wuhu. Oh, warte, ich bin vorbeigerannt am Eingang. Oder am Ausgang oder was auch immer. Gut. Haben wir wenigstens das schon mal geschafft.
bitte nimm wieder das. Ich will hier keiner schießen. Jedenfalls noch nicht. Gut. Am besten... Sind wir jetzt schon... Achso, nee, hier müssen wir gar nicht lang. Ach Mensch. Hier müssen wir ja gar nicht lang. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, dass die dürften, glaube ich, keine Gefahr für uns darstellen, ne? Ah, hier geht es jetzt einfach nur wieder runter. Achso, okay, ich habe es schon gesehen. Da ist ein Polizist bei. Da müssen wir rein. Wir müssen da rein. Es ist natürlich die Frage, wie kommen wir da rein? Wir könnten den Polizisten herlocken. Der kommt doch jetzt bestimmt eher. Junge, geh doch mal von der Wand weg. Beweg dich doch einfach mal. Das war so klar, dass der jetzt hier hinterkommt. Okay. Wir überfallen ihn jetzt. Ziehen seine Klamotte an. Und wenn wir das gemacht haben, schleichen wir uns in den Club rein. Klingt doch noch ein super Plan, oder? Gut. Also verkleiden. Und dann kommt der hier rein. Und dann denke ich mal, kommen wir vielleicht rein, weil wir Polizisten oder so. Ich weiß es da nicht. Ich weiß es doch nicht. Probieren wir es einfach mal. Weil ich denke mal, die erkennen uns halt nicht, ne? Ah, unser Freund und Helfer. Sie sind uns stets willkommen. Ah, siehst du? Hm, das war schlau. Wie sind Sie denn? Gut. Wenn Sie Titten sehen wollen, müssen Sie bezahlen. Oh, kommen Sie schon, Mann. Henk kennt mich. Henk lässt mich immer rein. Bitte. Tja. Wenn Sie dran gehen, Sie zur Bar, wenn Sie im Wichsenclub sind. Ich kenne keinen Schuss. Gerne da, wo die Action ist. Schuss schon. Mhm. Ich soll ihn jetzt eliminieren. Wo ist er denn? Ach, der ist da, okay. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Wir müssen den in einem übelst vollen Club umbringen. Aber wie? Wir müssen auf jeden Fall warten, bis der irgendwo hingeht, wo... Hey, die lassen jemanden wie Sie eine Waffe tragen? Ach, war nur ein Scherz, Officer. Ja, ja. Ich glaube, ich habe sogar eine Idee, was wir jetzt machen. Entschuldigung, alles gut. Ja, wie ein Scheißhaus. Verzieh dich gefährlich. Dankeschön. So, dann verkleiden wir uns jetzt nochmal. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist eine Schlüsselkarte, ich weiß nicht wofür. Ich glaube, wir verkleiden uns mal doch wieder als Polizist. Wir merken uns mal, dass wir noch eine Verkleidung haben, weil... Och, ich wollte mich doch nicht nochmal verkleiden, ich wollte ihn schleppen. Also wir merken uns jetzt mal, dass wir eine Verkleidung haben. Und packen den jetzt erstmal hier rein. Weil es kann ja sein, dass wir als Bodyguard nur so an den Rand kommen, aber wir haben jetzt eine Schlüsselkarte. Deswegen will ich erstmal... Obwohl, nee, komm. Wir machen es einfach so. Obwohl, da müssten wir ja eigentlich voll auffallen hier. Wo ist denn unsere Zielperson hin? Ah, der chillt da, okay. Aber wir dürften eigentlich da reinkommen. Hey, aber wie ist der überhaupt da hingekommen? Das ist jetzt auch gerade eine sehr gute Frage. Wie ist denn der überhaupt da reingekommen? Ach, du bist wahrscheinlich hier. Siehst du, jetzt wird man nämlich schon erwischt. Weiß nicht wofür, aber irgendwie. Ah, okay. Können wir hier durchschießen, oder? Oder was?
ist denn der schon wieder hin? Hey, ist das Frank? Willst du mich bewachen? Was ist das für ein Geräusch? Aber jetzt ist trotzdem die Frage. Wo zum Fuck ist der hin? Hi. Hey du, du da! Ja. Wo willst du hin? Da hinten, wo nicht hin ist. Fuck, das war vielleicht nicht so schlau. Warum drehen die sich da immer in die Kreise? Guck mal da unten, die drehen sich. Nein, er war das. Kein Zweifel. Hey, willst du zum Maskenball oder was? So kommst du doch nirgends rein. Nee, eigentlich nicht. Ich hätte vielleicht doch die Scheiße. Ich hätte vielleicht doch die Klamotten anlassen sollen. Es ist jetzt einer komplett misstrauisch. Und die anderen haben es wieder vergessen. Also beziehungsweise die juckt jetzt nicht mehr. Nein, das war das Falsche. Q. W. Oh cool, noch eine Schlüsselkarte. Geht mal kurz da rein. Das war nur eine Puppe. Es war nur eine Puppe. Eigentlich dürfen die nicht wissen, wo wir sind. Bei uns hat ja keiner gesehen. Siehst du? Das ist trotzdem die Frage. Wo ist unsere Zielperson? Ich sehe sie nämlich nicht mehr. Wo ist der? Also. Der ist tot.